Also, was ist denn mein Thema heute für euch? Männer und Frauen. Also, in Russland ist es so, die Frauen, женщины, нюхают, und die Männer, мужчины, trinken. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Was denn? Das sind Deutsche, die glauben das sofort. Erzähle ich doch ein bisschen Realität, weil ihr es seid. Selbst die weniger Informierten unter euch müssten gemerkt haben, dass es in Russland Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Also, ich meine jetzt bei Namen und Grammatik und so. So heißt meine nette Kollegin Anna mit Nachnamen Smirnova, ihr Mann Pavel aber Smirnov. Das A hinten dran ist bei russischen Nachnamen ein deutliches Zeichen, dass es sich um eine Frau handelt. Was denn schon wieder? Warum dann Julia Dudnik Dudnik heißt und nicht Dudnika? Ganz einfach, weil ihr Nachname ursprünglich nicht russisch ist. Das gibt es hier gar nicht so selten, auch bei Russen. Und so ein A ist nicht nur bei Nachnamen ein Zeichen für Frauen. Denn wenn zum Beispiel jemand niest, und das ist eine Frau, die ihr gut kennt, sagt ihr «Будь здорова». Und bei einem Mann sagt ihr «Будь здоров». Und wenn ihr die Leute nicht gut kennt, dann «Будьте здоровы». Und all das heißt nur «Gesundheit». Was? Ist euch das schon wieder zu kompliziert? Ja Leute, das ist nicht die Folge Russisch für Dumme. Also, die gibt es auch, aber die war schon früher dran. Wenn es aber um Frauen oder Männer geht, gibt es in Russland auch Unterschiede in der Sprache. Und außerdem habe ich mit den Komplizierten bei den russischen Geschlechtern noch gar nicht angefangen. Wie im Deutschen gibt es männlich, weiblich und sächlich bei allen Substantiven. Oft ist es logischer als im Deutschen, was männlich oder weiblich oder sächlich ist, also kein das Mädchen. Девочка ist weiblich, wie sich das gehört. Ob ein Substantiv männlich, weiblich oder sächlich ist, erkennt man meistens am Ende von Wort. Na, habt ihr das entscheidende Wort gehört? Meistens, ja. Wenn ihr richtig gescheit Russisch lernen wollt, werdet ihr an diese Szene von mir noch denken. Aber jetzt zu angenehmerem mit Männern und Frauen. Zum Beispiel Witze. Was, ihr wollt keine Witze? Euch fallen beim Thema Männer und Frauen immer nur ganz andere Dinge ein? Es gibt Sachen, die mich an euch wirklich nicht mehr überraschen. Euer Interesse am Wortschatz geht immer in die gleiche Richtung. Okay, die Männer sagen «Она на меня запала» und die Frauen «Он на меня запал». Viele weitere russische Videos auch zu Themen, die euch gefallen, findet ihr unter dem Link, der jetzt im Bild eingeblendet ist. Und wenn ihr Russland TV abonniert, verpasst ihr auch die nächsten echten Umgangssprachenwörter nicht, die ich euch beibringe. До свидания!